Am frühen Samstagabend ist es auf der S100 bei Panschwitz-Kuckau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 40-Jähriger mit seinem BMW hat in Richtung Bautzen einen vor ihm fahrenden VW-Transporter überholt und war dabei ins Schleudern geraten. Der BMW kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Er überschlug sich dadurch und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit erheblichen Verletzungen in eine Dresdner Klinik. Die S100 musste zur Bergung des Fahrzeugs und zur Unfallaufnahme für 3 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Schaden in Höhe von 115.000 Euro.